Aber ich bin mal klug. Aha. Hey, Jetzt. bei dir da gerade. Ja. Was? So. Ich war hier. Vor all diesen Jahren. Als Kind. Ich kann noch immer das gekochte Fleisch riechen. Bitte. Auf ein Wort. Auf ein Wort. Das Gott, die Musik. Buch, das wahre Gesicht der Zagarun zeigt. War das nicht? Ich hatte gehofft, das allein tun zu können, aber ich... Das ist ein großes Gebiet, ey. Es tut mir leid, aber... Wenn ich wieder bei Atem bin, werde ich nach Uechinani. Damit wir jetzt hier Buchseiten finden, ihr wollt mich da verarschen. Eisenbrocken, Silber, hat sich vorher einfach deiner... Ah, da bist du. Ah, normale Glut. Ja, können wir auch nebenbei einsammeln. Ah! Na, wie viel Wetten auf der rechten Seite ist ein Schrein? Auf dein Gebiet. Wirklich, ne? Boom. So, wie geht das Spiel nochmal? Wow, was denn? Nein, 5 Minuten, dann geht die nicht ausgegebene Glut verloren. Naja, wir sind auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, ne? Ich noch dran ändern, ne? Ja. Spielzeit ist vorbei, okay? Hier ist noch nicht mal ein Schrein. Hier ist nur enges. Oh Gott. Dann suchen wir eben Buchseiten. Die Asche, Wüste. Und noch genug Punkte kriegen, um diese Tour da zu öffnen. Ich glaube nicht. 5 Minuten, nee, ne? Ich glaube nicht. Ich auch nicht. Wir sind noch gar nicht mehr im Gebiet drin, sehe ich gerade. Verdammt. Ja, dann hat das Gebiet verlassen. Wir haben uns mal einen Gefallen getan und alle Dungeons aufgeschrieben, die wir gemacht haben. Ah, sehr gut. Damit ich jetzt nicht immer blind durch die Karte hier scannen muss. Oh, Schatzgoblin. Ja, da war ich gerade abhauen. Ich glaube, jemand hat den schon bearbeitet. Ich war schon fast tot, ey. Oh Gott. Ja, ja, hab ich auch gerade gemerkt. Und dann macht das Schwert, yay. Primitiver Hammer vermacht da. Aber der ist ja blau. Du kannst ihn trotzdem zu verwenden, da er ist besser. Da wird wahrscheinlich sogar der... ist wahrscheinlich sogar der Fall, ja. Ja, also musst du ihn ausrüsten. Da. Nein, niemals. Nee, da sind wir gerade schon runtergegangen. Ja. Ah, Paragon-Punkt. Ich mal kurz vom Level. Oh Gott, wie viele Gegner. Wer schießt denn auf uns? Ist doch nicht mehr. Hoch. Oh. Sie verstecken sich hinter ihrer Güte. Hexen gehen unter. Gefangene Dorfbewohnerin. Dann kann ich nicht mit der interagieren. Also ich kann mit der interagieren, aber bringt nichts. Die bleibt einfach gefangen.
schubst dich. Der Teil, der jetzt zu Sprung ist. Ah. Ich will da lang. Stärke, jawohl. Das Gebiet, was für ein Gebiet ist das überhaupt? Meine Decke Höfen ausgewechselt, die ich hier drin habe. Okay. Oh. Ich bin noch nicht. Weil ich eigentlich rausgenommen habe, da habe ich den Bonus sowieso nicht, die Voraussetzung nicht erfüllt. Habe ich bei meinen, ehrlich gesagt, auch nicht. Aber ich bin die ganze Zeit am Hochleveln, damit sich die Reichweite erhöht. Ja. Ich krieg den Bonus für einen meiner Dinger auch nicht. Ja, wo sind die blöden Dinger? Das könnte ein bisschen schwierig werden, wie gesagt, ne? Ich muss warten. Wir kennen uns auch mit Büchern nicht aus. Weiß nur, wie mein Gulem hier, ey, wenn man kennt, da. Also irgendwie eine andere Waffe. Da nicht rein, oder was? Also irgendwie eine andere Waffe oder so? Ja, das ist nur ein anderer Skin, also. Ja, ja. Oh, ich glaube, hier ist was. Ja, da ist es, okay. Das ist immer ein Zauberstab, das ist einfach nur ein anderer Skin für den Zauberstab. Ja, ja. Ja, meine ich, ja. Mir sofort aufgefallen. Ja, ja. So. Springt ja auch ins Auge, ne? Das passt zu meinen leuchtenden Waffen. Ja. Sind die Gegner auch ein bisschen einfacher, weil die Flut ja vorbei ist. Ja, es regnet da nicht mehr Feuer. Ja. Oh, es hat verkackte Buch. Ach, schöne Musik hier. Voll die melancholische Musik. Ab eins, hab eins. Oh, ich komme. Die Schreie haben die Hexe hergelockt. Die Schreie. Zwei gefunden. Er will diese Leute beschützen. Na. Dabei haben seine Sünden sie alle. Jetzt ist er noch übrig. Sein Scheiterhaufen wird das der erste sein, wenn wir diesen sündhaften Ort retten wollen. Ist bestimmt in dem Dungeon da drin. Wo waren wir denn noch nicht? Ja, nehme ich die Dinger mit. Hm. Warum warte ich eigentlich nicht auf ein Pferd? Da waren wir schon. Oh nein, zwei Buffer, ey, was soll denn der Scheiß? Nein. Oh, ich glaube, da war letzte. Oder? Nee. Schade. Oder hier. Ja. Ja, ich habe das letzte. Niemand entsagt diesen verhassten Glauben. Nicht mal im Angesicht von Schmerz. So, hier ist das letzte. Irgendwo. Nein. Ja. Gleichstand. Na, hast du. Hast du es? Hast du es? Ja, ich hab sogar noch drei weitere davon. So, da müssen wir jetzt wieder ganz zurück, ne? Ja, laufen wir ein bisschen. Gucken wir uns mal um, Schreine und so finden. Ja, noch so viele übrig, die wir ja verpasst haben. Oder Truhe hier. Wenn wir doch immer wieder finden. Aus dem Weg.
eine Sekunde, ist da so ein kleines Gebiet dazwischen? Ah, hier ist nichts. Aber da unten sehe ich irgendwo noch eine Quest. Yay. Blutpockenbecken. Ugh. Also immer noch 11 Tränke. Ja. Hätte ich ja beim letzten Mal schon nicht mehr. Oh, mal das hier platt. Aber die Bienen haben mich von meinem Pferd runtergeschmissen. Ich bin noch nicht bereit. Gibt's da nicht. War durch irgendeinen Ausrüstungsgegenstand, nehme ich mal an. Oh, es tötet mit mir ein paar Gegner. Diesen goldenen Kreis. Oh, ist sogar eine Quest. Ja. Ich habe wieder Quest gefunden. Ich habe irgendeinen Questgegenstand eingesammelt. Ja, ja, ich auch. Dann hat mein Charakter gesagt, was ist das? Ah, das wollte ich nicht. Scheiße. Ich bin noch nicht bereit. Habe ich ja schon von dem verrückten Amerikaner erzählt, der mich angesprochen hat auf dem Rückweg nach Hause. Heute oder? Nee, nee. Letzte Woche oder so war das, glaube ich. Was wollte der denn von dir? Weiß nicht. Ich war so ein älterer Herr, der hat mich irgendwie auf dem Weg angesprochen. Er hat direkt gefragt, do you speak English? Ich so, yeah. Also, ich will nach Amerika. So auf Englisch halt, ne? Klar. So, okay. Do you want to come with me? Bring me to America. You pay for me, okay? Ich so, nee. Nein. No, no, nee, ich mag sie ja in Deutschland. Also nee, nee, Deutschland. Deutschland schlecht, hier nur Schnaps und so. Komm, geh nach Amerika. Okay. Komm, geh nach Amerika. Wir gehen nach Amerika. Du bezahlst für mich. Alles klar. Ja. Ich glaube, der wollte dich kidnappen in seinem Wagen. Ja. Das sind irgendwie so, oh, schreien. Das sind immer ja, so. Mehr Obolusse. Ich höre deinen Obolus. Nein, geh auf die Lauf. Ja, Gefühl, ich bin irgendwie in so einer Gegend, wo viele NPCs sind. Ja, irgendwie schon, ey. Das sind irgendwie so typische NPC-Quests irgendwie. Die mich hier ansprechen. Ja, aufpassen, wenn die Brezeln, Karamellbrezeln rausziehen, Daniel, dann wollen die dich füllen. Oh. Will ich mir Sorgen machen, die wissen, worauf du stehst. Alle wollen sie dich rekrutieren. Ja. Oh, noch ein Schreien. Bestätigt dich nur, weil ich vorhin immer geglaubt habe, du lebst in einem Ghetto. Also schon wieder so eine, schon so hier schon wieder so eine Statue, wo wir irgendwie interagieren können. Warte mal, verblichene Tafel, helft, demütig, machtlos. Nicht schlecht. Jubeln. Nein. Hilfe. Hilfe wäre jetzt willkommen. Ich bin schon wieder hier reingeraten, ey. Ihr haltet eine Barriere, die euch vorübergehend schützt. Achso, das waren die Dinger, genau. Na gut, haben wir das auch geklärt. Na, was denn hier? Ist nur eine faulige Überreste. Warum hältst du so viel aus? Geh da drauf.
Okay. Na. Ups. Okay, gehen wir die Quest ab. Dann können wir uns die andere, die wir gerade gefunden haben. War gerade irgendwo noch eine, ich habe die aus den Augen verloren. Hier Selbstfindung, oh, schreit doch nach uns. Seht ihr jetzt das Hauptbuch des Inquisitors? Oh. Aufeinander losgegangen sind, was die Inquisition für diese Leute bedeutet hat: Feuer und Tod. Zu viele haben es vergessen. Habe ich aber nicht gewusst, dass der seinen eigenen Planeten hatte. Der Count Doku. Nicht überdauern. Habe ich letztens irgendwie, habe ich gestern so ein bisschen Wikipedia so rumgestöbert. Mit denen seine Mutter war irgendwie, weiß ich nicht, die Herrscherin vorher. Ja, ist aus dem Haus Ueno. Weil ein bisschen merkwürdig ist, warum das Haus genauso heißt wie der Planet, aber naja, okay. Ja. Aber er hat ja immer noch keinen Vorname. Doch, Doku. Ja, ja, okay. Aber dann, Vorname. Aber dann hat er keinen Nachname. Der Reno. Also, oh Gott, verdammt. Also, ja, oh. Noch klarer kann es nicht mehr werden. Dann, ne? Ich habe die Kräuter für Thaisa mitgebracht. Ja, bedienen, ist aber sie ist bereits aufgebrochen. Ja, das weiß ich. Irgendwas stimmt mit ihr in letzter Zeit nicht. Ich höre sie nachts schreien. Das passt nicht zu ihr. Könnt ihr sie finden und ihr die Kräuter? Qui-Gon Jinn. Ja. Ja. Ich wusste nicht, ob ich den Part schon hochgeladen hatte. Ja. Qui-Gon Jinn. Ich schließe die Augen. Ja. Geil. Mein Charakter sagt einfach. Ja. Yeah. Ja. Ja, ja, ja. Und das flüstert am Rande jedes Gedankens, jeden Tag lauter. Sie ist hier, bei mir. Das war sie dauernd. Im hungernden Sumpf. So eine Dungeon? Ich muss den Tee trinken und diese Finsternis austreiben, bevor ich mich an sie verliere. Ich habe doch hier jetzt meine Notiz gemacht. Hungernder Sumpf, Havisar. Ist nicht da, also ist da keine so eine Dungeon. Das ist einfach nur so eine, mal kurz reingehen müssen und so. Aber ich habe mir jetzt alle notiert, die wir gemacht haben. Jetzt voll den Überblick. Ich habe, glaube ich, nur ein Siegel hier für eine Dungeon, die wir noch nicht gemacht hatten. Ich glaube, du auch, ne? Ein Albtraum Dungeon meine ich. Ja, ich weiß nicht, was ich da schon immer noch alles habe. Gepeinigte Ruin, das Bollwerk, der Tenne, Inferno, das kenne ich auch schon. Ja, kommen wir ja gleich. Ich habe keine Wut mehr. Oh, die blutrote Teller, Stufe 26 Gebet eben. Ich weiß gar nicht mehr, was. Welches Level wir noch geschafft hatten letztens? 21 oder 22. Ja, haben wir schon höher geschafft? Ja. Ich weiß, wir sind in einen reingegangen und haben direkt auf die Fresse bekommen. Ich weiß nicht mehr, welches Level das war. Das weiß er noch. Das ist uninteressant, welches Level das war. Das war scheiße. Ich spiele ja auch Pal World spielen oder Pal World, wie man das ausspricht. Pal World. Das ist Pokémon mit Knarren. Habe ich da nicht? Ich glaube, keine andere Beschreibung gibt es dafür, Daniel. Das ist ja. Pokémon, die Knarren haben. Ich könnte schwören, der Trainer hat auch eine Knarre. Ich könnte schwören, ich habe da irgendwie auf meiner Steam-Wunschliste oder so. Wenn ich mich nicht. Weil die versuchen nicht mal, wahrscheinlich nicht mal irgendwie sich darüber, weil sie nicht dazu verbergen, weil die sehen sogar sehr Pokémon-mäßig aus, die Viecher.
Eine sieht sogar aus wie ein Elevoltec, ey. Ja. Mit einer Gatling Gun in der Hand, ey. Ja, geil. Warum heißt das dann nicht Gun World? Ich hab keine Ahnung. Warum funktioniert das nicht? Frustrierter Schrei. Boah. Ich muss noch warten. Ein einziges Spiel, was mich jetzt noch interessiert, das irgendwann rauskommt. Ich weiß noch nicht mal wann. Ist hier der neueste Monster Hunter Teil. Und das neue Star Wars. Wer seid ihr nochmal? Jedi? Nein, Dark Force ist hier. Nein, das nicht. Der kommt auch dieses Jahr im Februar, Ende Februar. Anders Star Wars Spiel? Ach so, dieses Open World Spiel meinst du? Ja, genau, das kommt ja dieses Jahr. Ja, habe ich ganz vergessen. Da muss ich ja, auch das dauert noch, Daniel. Das wurde wieder verschoben. Also. Oh, geil. Ich kann nicht mehr dran. Du musst einen weiblichen Hauptcharakter spielen, pass auf, Daniel. Ja, ja. Das mögen die Leute gar nicht. Ja, das stört die eher mehr, dass du dir deinen Charakter nicht selber machen kannst, halt, ne? Ja. Einen vorgegebenen Charakter hast. Na, jetzt hat die offen. Ja, der Grund, warum sich die Leute aufregen, ist, weil die jetzt wahrscheinlich direkt hier an Rey denken und alle anderen weiblichen Hauptcharaktere, die es nicht gemacht haben. Mhm. Ob er jetzt ein guter Charakter ist oder nicht. Oder ob die gut geschrieben ist oder nicht, interessiert die Leute im Moment noch nicht. Sehen halt nur weibliche Charakter und die denken sich schon, oh, okay. Wir wissen schon, was wieder auf uns zukommt, so. Ja. Und die Leute hoffen halt nicht, dass das der Fall ist, ne? Das ist aber immer, die Hoffnung wird aber immer enttäuscht, ey. Ja, ja. Wenn ich Kerl haben sie ja gut hingekriegt, fand ich. Der ist ja eigentlich gut angekommen. Das stimmt. Der halt so ein moderner Jedi ist halt. So, warte mal, ist er immer noch? Ist er immer noch drin? Ich habe da immer noch ein Quest drin. Das ist nicht so gut angekommen über das hier, das zwischen Jedi Fallen Order und Survivor Spiel, der. War das da nicht gut angekommen? Das Buch. Das Buch? Generell, weiß ich nicht. Ja, das heißt Battle Scar oder so, das Spiel zwischen Jedi Fallen Order und Jedi Survivor. Dazwischen gemacht haben. Das ist gar nicht, dass es da ein Buch gibt. Hatte ich dir schon mal von erzählt. In dem Buch wird auch erklärt, warum Grease nur einen Roboterarm hat. Ich habe diese Kräuter mitgebracht. Könnten die helfen? Vor allem, weil da geht es in der Mesh-Story, ist Marin, die ist bisexuell. Ich danke. Ja. Ja. Ich halte es hier drin. Da hat die irgendwas mit einer Frau die ganze Zeit. Wir treffen uns draußen. Und ich weiß automatisch jetzt schon, warum das Buch nicht gut angekommen ist. Ja. Ja, das war für einige hier Shipper, die sich die Kerl und Marin zusammengeschippt haben, irgendwie eine Bestätigung, dass die nicht zusammenkommen werden. Ja. Ich wusste noch nicht mal, die irgendwie geschippt werden hier, nachdem ich Dings gespielt hatte, den ersten Teil. Das war keine Ahnung zwischen menschlichen Schwingungen, ne? Mir die anderen Hexen helfen, waren da irgendwelche Signale im ersten Teil? Ich weiß nicht, im zweiten Teil ja, offensichtlich, aber im ersten Teil habe ich nichts mitbekommen. Echt? Weiß ich nicht, Daniel. War da was im zweiten Teil? Ey, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich habe es im ersten Teil habe ich nichts, die hat doch kaum irgendwie interagiert. Aber dieser Turgel, der war doch echt geil, ey. Den hätte ich gerne ins Bett gekriegt. Seitdem war ich nicht mehr da. Keine Sorge, ich kümmere mich. Also nicht die Schwingung zwischen dem Kerl und dem gespürt, ey. Ey, das war heftig. Sich nur Sorgen machen. Kerl, der konnte kaum seine Klamotten anbehalten, ey, in seiner Gegenwart. Sucht mich beim flüsternden Baum. Ich finde aber nur genial, wie ich überhaupt gar nicht das Aussehen meines Charakters verändert habe in Jedi Survivor. Aua! Ja, warum noch nicht? Hast du so viele. Könnte immer Obdachlose aussehen lassen. Ja, der war ein Veteran, ne? Kannst du ihn wie Rambo aussehen lassen mit dem Stirnband? Einige von den Erfolgen, die jetzt ja auch im Trainingsmodus machen können.
Ja. Zum Beispiel, wenn ich einen Dropkick jemandem geben oder sowas. Ach. Schon wieder ein Troll. Ich habe ja alle bekommen. Hat dich aber irgendwie nie gezeigt in deinen Parts, wie du das eine eingesammelt hast mit dem, wie heißt der Vieh jetzt nochmal, mit dem Reittier da, wo du das lila Vier da, dann lila nicht haben musstest, damit du das eine Ding da einsammeln kannst. Doch, das habe ich auch genommen. Ich weiß, habe ich das nie gesehen an deiner Parts. Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe das aufgenommen und zwar gezeigt. Du hast das nicht in die Parts gepackt. Man kann sein, weiß er nicht. Also ich kann mich nicht daran erinnern, das gesehen zu haben. Aufgenommen. Aber vielleicht aber. Spricht er da senile mir nur. Das senile Ich spricht da wahrscheinlich nur. Ja. Hat er nicht gerade gesagt, wir sollen zum Flüstern im Baum für die Quest? Sprich mit Timune. Erntet verbleibende Essenz, spricht mit Timoe. Welche Quest hast du gerade an? Welche hast du gerade an? Reue der Vergangenheit oder verkettetes Zakarum-Behältnis? Schnorrer. Müssen wir so Dinge einsammeln oder was? Achso, hier noch für. Ja, also für den Baum. Ist erstmal ein Gebiet da oben oder nicht? Ja. Ja, die hatte gerade irgendwas gesagt vom flüsternden Baum. Irgendwie. Sollen wir uns mit der treffen? Oder ist nichts? Gott. Ja, kann er sowieso dahin laufen. Ist auf dem Weg. Boah. Er ist im Stehen gestorben. So wie er auf die Welt gekommen ist, ist er wieder gegangen. Ja. Mit keiner einzigen Narbe auf den Rücken. Ja. Ja, One Piece, neuer Animationsstil. Ja. Ich habe letztens mal den Clip gesehen mit hier mit Immo, als er die Insel in die Luft gejagt hat. Ja. Ich dachte, das hat nur ein Strahl gewesen. Ich habe gar nicht gesagt, das hat mehrere Strahlen. Ja. Da habe ich im Manga gar nicht mitgekriegt anscheinend. Ja, muss mir halt ein bisschen spektakulärer machen, nehme ich an. Hier von Uranus oder wie auch immer der nochmal hieß. Weil er wahrscheinlich ist. Ja. Die antike Waffe da. Wir wissen ja noch nicht, was das ist hier. Das ist wie der Todesstern, ne? Also. Ja, ja. Da sind wieder so viele Animes, die ich am gucken bin, Daniel, aber. Es hört nicht auf. Ah ja, und Solo Leveling ist rausgekommen. Ja, habe ich gehört. Der Anime, ja. Und da ist gut angekommen, die erste Episode. Hätte ich nicht gedacht, ey. Da waren ja viele, sich haben drüber besorgt, dass die das versauen werden. Ja, müssen wir jetzt hier machen, in Timine oder sprechen wir was? Hat sich letztens einer lustig drüber gemacht, dass wir noch auf Welt Level 3 waren. Level 70. Ja, stimmt. Was irgendwie komisch war, weil das war genau der Part, wo wir halt freigeschaltet hatten. Also. Meinst du den einen oder was? Wo wir gegen. Ja, der eine Part, wo wir halt. Die vierte Stufe freigeschaltet haben, ja. Ja, der hat gesagt, warum sind wir in den Kommentaren, ne? Ja, ja.
Ja, da habe ich auch gesehen. Wir müssen erst mal den Dungeon machen. Ja, ja, habe ich auch geschrieben. Das habe ich auch geschrieben. Ja, glaubst du, was wir ja gerade machen? Auf dem vorigen Level haben wir versucht, aber auf die Fresse bekommen. Also war es ja offensichtlich, dass wir irgendwie noch ein bisschen leveln mussten, uns vorbereiten mussten, aber was auch immer. So, ich gehe mal zu den ganz oberen Gebiet hier. Bestimmt voll verdächtig, ne? Explosiver Kessel. Wer kocht denn hier? Ist aber nicht hier. Ich habe jetzt 100. Na, ich auch. Das Ding ist aber immer noch nicht weg, also. Ja, das müssen wir, glaube ich, nicht machen. Das ist einfach nur irgendwie. Weiß ich nicht. Da ist ja schon wieder dieses Gebiet hier. Ich habe doch die Bücher alle gesammelt gerade. Oh. Wo ist denn diese blöde Timon-Tante jetzt? Ich suche gerade. Ich brauche mehr Zeit. Das ist das Gebiet, wo wir gerade schon waren. Aus dem Weg. Ich brauche mehr Zeit. Timur! Wo bist denn du? Mann. Ich brauche Zeit, um das zu tun. Gerade ja schon rumgelaufen. Warte mal, da ist irgendwas. Was ist das hier? Schon eine Leiche. Oh, komm. Machen wir dafür die 100 Dinge? Ich weiß halt gar nicht. Das mächtige Böse hat unsere Aufmerksamkeit. Ich bin noch nicht mehr leid. Hier muss man anscheinend hin. Oh. Das ist gar nicht diese Quest. Oha. Falsche Quest angehabt. Oder auch nicht, warte mal, da steht immer noch Sprich mit dem Boah. Ja, aber da ist nicht dieses Gebiet hier gewesen. Das war die andere Quest, die wir hatten. Ah, okay. Ein Champion des Bösen nimmt eure Herausforderung an, weil ich habe noch gar nichts gemacht. Ja, ja. Mann, der, und jetzt ist er weg. Er ist tot. Aber okay, verstanden. Wenn wir 100 Dinger sammeln, dann müssen wir eine Leiche schänden und dann passiert. Alles klar. Warum ist noch so weit entfernt? So. Eine angekratzt. Ja. Heilbar. Reue der Vergangenheit habe ich nur noch. Was? Ja, da ist er, spricht mit Timur. Oh. Ja, ja. Da war nicht dieses Gebet, was wir hier gerade. Was hier gerade, aber. Alles klar. Ja. Selbstmörder, der ist ganz schön wild hinter dir da. Ja, ganz schön schnell. Servus Tümpel. Okay. Mein normaler Name. Geht weg von mir, ey. Oh, schon wieder ein Schreien. Boom. Ich fordere auch so einiges am Tag, ey. Mich kümmert sich auch keiner. Ah, oh, schubst dich da rein. Boom. Du kannst ja alle schön da reinziehen. Diese Betten. Hier ist einer am Buffen. Ich muss warten. Oh, hier ist noch ein Kreis. Da ist ein Buffer. Alle auf einen Ort. Mein Gott, kommen da viele. Ah. Noch ein Buffer. Ah. Ah. Oh mein Gott, sind hier viele.
Alter, im Spiel. Oh Gott, ich steck da mittendrin. Ich bin noch nicht bereit. Alter, Alter. So, weißt du, Dinger. Gott, ey. Oh, jetzt was ist ich gerade. Kommt er näher. Ich gebe dann einfach einen Bodycheck. Und jetzt ist er weg. Ha. Gar nichts drin, ey. Keiner hat überrascht, dass wir das vielleicht hingekriegt haben, ey. Ja. So viele Gegner auf einmal. Ja. Und so verliere ich schnell die Übersicht an. Ich weiß nur nicht, wie du da die Übersicht behältst, aber ich konzentriere mich dann nur noch auf die Gegner und habe keine Ahnung, was dann um mich herum auftaucht, ey. Wenn ich zum Beispiel mich auf die Umgebung konzentriere, dann weiß ich nicht mehr, was die Gegner machen. Dann werde ich von dem Vorspieler gerammt. Wo mussten meine Augen und Ohren sein, Daniel? Ne. Und ich bin dein Körper. Ja. Geil. Dein Körper gehört mir. Der Daniel ist angewidert, ich hasse ihn. Dein Körper gehört mir, alles klar. Oh, nächstes Ding. Eigentlich? Was kriegen wir überhaupt hier von dem Mal? Gucken wir mal, was Vernünftiges hier. Was hat denn? Schlange? Bitte konsistent, na, das Schlange. Okay, mir ist das Schlangengott. Boah, bleib hier. Ja, da hat mich schon wieder so viel Schaden gemacht. Ja. Das soll ein Gott sein? Ich glaube ja nicht. Waffe! Warum ist noch einer gewesen, Leute? Ein Waffe, der auch noch gestielt ist. Leck mich, ich geh weg. Komm rein in den Kreis hier. Ich muss rein. Oh Gott, mich hat er nicht. Ja, ich habe das Feuer gesehen, dass er gerade ist. Ich wollte weg, aber da hat er mich geschossen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Gehen wir alle ein bisschen weg. Wie der Daniel da ausgastet. Du schaffst das, Daniel. Oh, du hast das sogar geschafft. Oh Mann, ich bin sofort betäubt, leck mich. Tentakel, Tentakel! Ultimate, Ultimate! Oh, jetzt bin ich aber tot. Nein, okay. Oh, was? Kämpft mich nicht? Mann, ich hab schon wieder. Warum? Ja, ich bin dann auch. Nein! Na gut. Wer macht? Ich, du? Ich mach. Okay. Weiß aber nicht, ob du mich wiederbeleben kannst. Das ist das Problem. Ich krieg nie mit, was mich eigentlich umbringt. Wie, durch was hier? Durch was für ein Angriff bin ich? Oh Gott, die sind immer noch alle. Alter. Ja, die sind alle noch da, ja. Alter. Oh, die sind alle gestählt, ey. Oh, Eis. Versuch ein bisschen weiter weg zu sterben, wenn du stirbst. Was ich natürlich nicht glaube, aber. Oh, geh weg, ey! Alter, ich bin tot. Okay. Ich glaube, wir sollten da weggehen. Du bist da. Ja, toll, jetzt sind ja erstmal andere Gegner, die mich noch nerven. Na, oh, okay. Okay, okay, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Ich verpiesel mich. Nein. Aha. Aha. Jetzt kommt von dir auch noch. Aha. Aus der Weg. Verpiesel euch. Verpiesel euch. Ma,
Ja. Okay, so viel dazu. Wir merken uns, wir sind noch nicht gegen alles stark genug. Das habe ich auch nicht gedacht, weil eine lief so gut, also deswegen hatte ich gedacht halt, ne? Ich weiß nicht, ich verliere immer den Überblick, ey. Ich weiß nicht, was mich da schon wieder mich umgebracht hat mit Wammer. Okay, hier bitteschön. Ihr meint, Thaisa hat es euch holen geschickt, weil sie nicht selbst kommen wollte. Was will sie überhaupt mit dem Amulett? Hat sie irgendwelchen Ärger? Nun. Ach, sie hat euch gesagt, ihr sollt mir nichts erzählen. Keine Sorge, ihr müsst euer... You don't have a wife? Call Clive! Ja. Sind in der Kiste dort. Ja, das wollte ich eigentlich kommentieren, aber das war wieder zu böse anscheinend. Weiß nicht, ich habe das aktualisiert, nachdem ich das gekommentiert habe, und dann war der Kommentar wieder weg. Ich in der Stadt bin. Mal zu aggressiv. Mal der Konklave. So, jetzt müssen wir zum Flüstern im Baum. Hast du allein gesammelt? Ja. Okay. Ja, ich sag jetzt die ganze Zeit immer. Wer wartet auf High Five? Clive. Das findest du gut, ne? Ja. I'm going to give you a high five, because I'm Clive. Oh, das Spiel ist zu Ende. Boah. Ja, ein bisschen Zeit, ne? Ja. So, ich gebe dir was zum Reparieren. Ich würde gerne reparieren. Einmal kurz. Die Schmiede ist bereit, wenn ihr sie braucht. Oh, die Schmiedin ist ein Geist. Ja. Kommt wieder, wenn ihr die Schmiede braucht. Was ist denn hier noch für Kisten und so? Ich habe die mal alle auf einmal geöffnet. Das sieht abgenutzt aus. Ich kann es reparieren. So. Oh, der ist Level 100. Ja, ich sehe die ganze Zeit jetzt hier. Na, oh, neues Design. Magische Brust. Oh. Das kann man noch verwenden. Schweflige Stolpen. Ah, zwei neue Designs freigeschaltet. So, den packen wir auseinander. Den packen wir auch auseinander. Und die Waffe, die 190 Punkte stärker ist als meine jetzt. So. Oh, neue Waffenskins, ey. Das nehme ich ein bisschen mehr. So, ich rede schon mal mit der. Hier ist euer Amulett. Hat Timo euch Ärger gemacht? Nun. Nein. Oh, mein Charakterschilder. Nein. Ich habe die Augen vergessen. Tausend Flüche. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Könnt ihr mir helfen, ein paar zu sammeln? Aber natürlich können wir dir helfen. Gut. Oh. Na schön. Was hat dein Charakter gesagt? Na schön. Ja, meiner hat gesagt, gut. Ja, 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 halt wie ein Barbar, ne? Erst hat er gesagt, nein. Und dann, gut. Okay, sammelt Orakelaugen. Okay, warum denn nicht? Habt ihr Orakelaugen, ihr Bäume? Nein, die haben nur Mirakel-Sitz. Oh. Wie ausweichen? Ich habe den getroffen, dann schon einfach ausweichen. Ich habe den eindeutig getroffen. In der einen Folge von SpongeBob, wenn der sich den Schokoriegel isst. Ja. Ja, wie der den Schokoriegel isst, der. Ja, ja.
Du bist völlig wahnsinnig. Mach das bloß nicht. Du bist gemeingefährlich. Erst mein Schokoriegel. Erst der Ballon, dann mein Schokoriegel. Du bist gemeingefährlich. Ich zeig dich an. Nicht, wenn ich dich zuerst anzeige. Ich muss warten. Wer von euch Schupfen hat meinen Lolli geklaut? Ich mein's ernst. Ich frage mich immer, wie die Folge irgendwie da weitergegangen ist ab dem Punkt. Gestern haben wir die Folge ja zu Ende. Naja. Ich frage mich, was immer danach passiert ist, nachdem er gesagt hat, ich mein's ernst. Ich? Gar nicht. Ja, aber ich frage mich, was danach passiert ist. Also okay. Hat sich Patrick irgendwie mit den Polizisten geklopft? Mit der Eingebuchte dann? Wir haben den wahrscheinlich wieder eingebuchtet. Oh nein, Waschbrett braucht. Nee. Oh, die Fahrt. Ein Tisch für Barbara. Was ist mit Patrick und was ist mit Kurt und Patrick? Die sind aus dem Weg. Lauft, Leute, das ist die Vorspeise. Lass dich hier einen Hut haben, Sir. Lass dich hier einen Hut haben, Sir. Die Armee? Ja, das ist nicht die Armee. Oh. So, ich dachte, dieser Job würde mir einen Sinn geben. Ja, ich dachte, die Armee würde mir einen Sinn geben, Sir. Man könnte mal ein paar Augen hinterlassen. Ich glaube, ich dachte, die Geister Augen haben. Nangario-Arken müssen wir erledigen. Du? Du hast Nangari im Namen. Ja, Orakel der Nangari. Ah, okay. Ja. Diese Schlange. Ist ja nicht, als ist das erste Mal, dass wir sowas gemacht haben. Da ist noch einer. Komm her, du Stück. Komm her, du Stück, komm her, du Stück, komm her, du Stück, komm her, du Stück, komm her, du Stück. Ich hab keine Augen hinterlassen. Er hat keine Augen. Da ist eins. Ihr seid unverwundbar. Ja, hier so ein Schrein. Was können wir denn schreien? Wo? Ja, hier so ein... Der einen Effekt gibt. Nicht ein Lilith-Schrein. Ich hab den gar nicht gesehen, ey. Aber mein Charakter, meine Begleiterin, die hat irgendwo... Du bist ja auch da unten irgendwo lang. Ich habe Augen, was willst du von mir? Ich habe genug Augen. Du musst den bauen. Ach, die werden uns ja auf der Karte angezeigt. Ah, nee, ja. Weil du die hinterlassen hast. Deswegen ja, weil ich hier hinterlassen habe, dann. Ja, du lebst durch meine Hilfe. Ja. Hast du genug Augen? Ja, ich gehe zum Bauen. Sind zwei und vier andere. Aber. Da habe ich mein Ultimate eingesetzt. Dieses Konklave? Das heißt diese Konklave, du Analphabet. Das ist die Konklave, das heißt nicht dieses Konklave. Ah, ich kann mich nicht porten. Ich bin noch nicht bereit. Geht mir aus dem Weg. Geht mir aus dem Weg. Ich muss warten. Ich bin jetzt der Lichtkönig. Hä? Ja, dann der Lichtkönig. Da kommt ja, da schon wieder eine Falle, greift die uns gleich an.
Warte, warte, ich bin noch nicht da. Ich bin schon fertig. Was passiert jetzt? Jetzt kommt dieses Konklave. Ja. Wo ist dieses Konklave? Ich war mir ziemlich sicher, dass das die Konklave heißt und nicht dieses, aber okay. Vielleicht irre ich mich ja auch. Was sehr unwahrscheinlich ist. Ach man, wann wurde schon jemals irgendwie ein Fehler gemacht? So wie bei Qui-Gon. Ja, auch ganz beschissene Synchro-Sprecher, ganz ehrlich. Also bei der englischen Version, da haben sie die Stimmen aus der Clone Wars wenigstens da reingepackt. Ein paar von den originalen Stimmen sind sogar im Englischen dabei, also bei 15 Stimmen. Ja. Ich bin noch nicht bereit. Ja. Wird der schon geredet? Ich warte auf dich. Okay. Wo sind die Hexen? Wenn wir Glück haben, kommen die Hexen, wenn ich das Ritual beginne. Aber bestimmt schon wieder eine Falle, ey, boah. Hä? Sie brennen nicht immer darauf zu tun, was man von ihnen verlangt. Weil das ein Wortspiel, zünden wir die gleich an? Wir können es nur versuchen und hoffen. Ich habe die Nangari-Augen in 4 der Feuerschalen gelegt. Macht euch wegen der 5. keine Sorgen. Uns? Sind wir das 5. Opfer? Auf mein Kommando entzündet ihr die Flammen. Die anzubrennen, keiner Wunder. Ich steck dir diesen riesigen Kristall in den Arsch, wenn das eine Falle ist. Brüder und Schwestern des Sumpfes, ich danke euch, dass ihr meinem Ruf gefolgt seid. Ich brauche... Was? Spuckt es aus? Ich werde von einer Dämonin besucht. Meine Hose ist wie treibe ich sie aus? Heiliges Fischmehl, das ist ein Schwur. Schweifen lassen, euch von den Erinnerungen übermannen lassen. Beschäftigt eure untätigen Hände. Widmet euch eurem Handwerk. Und bald werdet ihr diesen ganzen Unsinn vergessen. Nein, nein. Das ist eine Frage. Nein, nein, nein. Ihr müsst diese Gedanken in die Knie setzen. Okay. Stellt sie an einem Ort ein, von dem sie nie wieder zurückkehren. Ja, Daniel, deine dunklen Gedanken. Sperr sie irgendwo ein, wo sie nie wieder hin zurückkommen. Oh Gott, was kommt jetzt? Ja! Ihr habt das Siegel gebrochen, Timur. Warum habt ihr das Ritual unterbrochen? Dass es bei Kaisa nicht funktionieren wird. Ihr wollt euch von einem Dämon befreien? Die Lösung findet ihr weder bei diesen Hexen noch in dem Tee, den ihr braut. Das weiß ich bereits. Ich habe es versucht. Es hat nicht funktioniert. Natürlich nicht. Es kann einem alten Mann helfen, den Verlust eines Kindes zu verwinden, ja. Aber ihr... seid schon mehr als Trauer geplagt. Ihr müsst euch euren Ängsten stellen. Also sagt mir, wo wollt ihr am wenigsten sein? Bei Andaria. Hier. Wo alles angefangen hat. Dann ist das der Weg, den ihr beschreiten müsst. Geht jetzt. Der erste Schritt ist immer der schwerste. Vergesst nicht. Ihr bestimmt, das ist der letzte. Wie eng die Ketten sitzen. Taisa, was immer ich mag's eng. Liegt, ich werde an eurer Seite sein. Dann habe ich vielleicht eine Chance, es durchzustehen. Trefft mich an meinem Turm. Ich bin nicht fertig mit der Quest. Wie viel kommt denn ja noch? Buck. Alter, boah, plus 906 Schaden. Aber das ist ein goldenes. Alter. Oh, dann ist wieder dann bist du wieder OP.